Guten Morgen! Ich möchte einfach mal Danke sagen an all die Zuwendungen, verbal, postalisch oder energetisch, die ihr mir zukommen lasst. Ich nehme sie voller Lust am Leben und mit Liebe in mein Herz auf. Jeder Geldschein, jedes Paket, jedes Wort, jede Art, wie ihr eure Energie ausdrücken wollt, kommt bei mir an und generiert pure Freude und Liebe, die ich eben dann auch weiter an Menschen gebe und ja, unterstützt dieses Netzwerk der Freude und der Liebe, was, da bin ich mir sicher, irgendwann die ganze Welt umspannen wird. Ich möchte daher stellvertretend heute einfach mal 3 Unpacking Videos posten und auch alle anderen daran teilhaben lassen, was es für echt tolle Menschen gibt. Und diese Menschen gibt es in jeder Stadt, die gibt es überall, das sind Menschen mit einem großen Herzen und ja, öffnet euer Herz selber und ihr werdet diese Menschen auch finden. Auch wenn ihr oder wenn ich, sag mal, nicht immer die Zeit finde, individuell auf eure Briefe, Pakete und so weiter alles auch einzugehen, vertraut mir darauf. Ich nehme mir Zeit, diese zu öffnen. Das ist für mich ein ganz besonderer Prozess, immer diese Pakete zu öffnen und ja, diese auch wertzuschätzen und diese auch zu fühlen, was da enthalten ist. Und ja, wirklich mit ganzem Herzen, auch wenn ich sie nicht mit dem Video aufnehme oder abfilme oder sonst was. Ja, alles Liebe und ja, nun viel Freude an den Unpacking Videos. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüssi. So, und wir haben wieder ein Paket von einem Zuschauer und ja, ich möchte es einfach mal auspacken mit euch zusammen, damit ihr genauso überrascht seid wie ich. Ja, ich habe den Absender mal hier oben abgemacht von demjenigen oder derjenigen, die mir das geschickt hat. Ja, weil ich ja nicht immer genau weiß, wegen dass sie Datenschutz und so weiter, weil die das auch möchten. Bin ich sehr gespannt, das ist ein sehr leichtes Paket und ja, mal schauen, was da drin ist. Schnellkochreis. Schnellkochreis. Ist da wirklich Schnellkochreis drin? Wenn ja, mein Gott, eine halbe Tüte Schnellkochreis, Lebensmittel, wunderbar, aber so leicht. Das fühlt sich nicht an wie Schnellkochreis. Na, gucken wir mal rein. Oh, Taschentuch? Nicht benutzt? Okay. Noch ein Taschentuch, ganz vorsichtig eingepackt. Boah. Das ist ein kleines, schaut mal an, das ist ein selbst gebastelt. Das sind Türen, die man öffnen kann. Da ist ein Brief drin. Ach, das ist schön gemacht. Schaut. Und kann man öffnen. Ach schön. Das ist schön mit vielen Farben hier. Ich sehe zwar nicht, was das für Farben sind, aber ich sehe, dass das unterschiedliche Farben sind. Ne? Da ist ein Brief drin. Und ein Schleifchen. Was sind das für eine Packung gewesen? Gelomyrtolforte. Irgendein scheiß Medikament. Aber so sieht man, dass man selbst aus Medikamenten noch was Positives machen kann. Das ist nämlich eine Medikamentenpackung gewesen. Man hat ja richtig mit dem Stift, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, mit dem Stift so eine richtige Vertiefung gemacht. Seht ihr das? Das fühlt sich so wie so, das war ja nicht drin, das war eine ganz normale Packung, aber mit dem Stift hat man so tief reingemacht, dass das sich anfühlt wie so, auch bei einem Holzrahmen, so diese Vertiefung, diese, also es ist mit echt total viel Liebe gemacht. Boah, ey, echt, total schön. Und jetzt noch ein Brief. Hallo lieber Christian, hier schreibt die Anna aus Bremen. Ich habe deine Wanderpläne mitbekommen und würde mich freuen, mein Zuhause mit dir zu teilen. Also wenn es euch nach Bremen verschlägt, seid ihr herzlich eingeladen.
auch außerhalb dieser Wanderung, das ist quasi eine generelle Einladung. Ich wohne hier mit der lieben Insa, meiner Mitbewohnerin, zusammen. Wir haben ein hübsches Zimmer und ein Wohnzimmer haben wir auch und wir sind besonders nett. Aber die Insa ist auch oft nicht da, also auch egal. Naja, auf jeden Fall würde ich mich auch außerordentlich freuen. Alles Liebe und einen guten Start euch beiden. Anna. Ach Mensch. Danke. Und wenn ich in Bremen bin, komme ich auf jeden Fall bei dir vorbei. Mich ganz toll gefreut. Und gleich ein zweites Paket. Heute ist ja echt ein Tag, der Wahnsinn. Ja, wieder ein Zuschauerpaket. Das heißt, sehe ich an dem Absender, dass es halt nichts ist, was ich bestellt habe, sondern dass es halt von einem von euch kommt. Ich bin total gespannt. Jetzt wieder ein größeres Format. Es ist Wahnsinn, was für ein Tag. Okay, dann schauen wir mal. Gemeinsam, was drin ist. Oh, ich habe die Kamera umgeschmissen. So, ein Brief ist drin. Glück entsteht durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen. Lieber Christian, da du dich so über ein kürzlich zugegangenes Fresspaket gefreut hast und ich eine Gelegenheit gesucht habe, meinen Vorratsschrank ein wenig zu minimalisieren, ich mag das Wort eigentlich nicht, habe ich dir heute einfach mal ein kleines Päckchen zusammengeschnürt und hoffe sehr, dass du das ein oder andere verwerten kannst. Einige Produkte sind in Rohkostqualität, leider aber auch einige nicht. Also überhaupt kein Problem. Produkte, die bereits das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, sind auch kein Problem. Sie sind allerdings noch original verpackt und ich selbst würde sie dennoch ohne jegliche Bedenken verzehren. Hat aber eben bis heute halt noch keine Verwendung, da kam sie mit ins Paket. Ich glaube und hoffe, dich stört es ebenso wenig. Alles Liebe und viele Grüße. Ja, Dankeschön. Ja, mein Video zur Lebensmittel, sieht man mich überhaupt? Das Video zur Lebensmittelverschwendung habt ihr ja gesehen. Mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum kennt ihr meine Meinung, von daher absolut kein Problem. So. Dann schauen wir mal, was es zu essen gibt. So. Peace on Earth. Allow Love plus D'amour. Robal Hibiscus. Herbal Infusion. Was ist denn das? Was ist denn das? Ein Tee oder was? Ja, Tee. Okay, Tee. Ja, Herbal Infusion. Das ist genauso wie der Mitarbeiter bei Subway, der nicht irgendwie Brotstreicher heißt, sondern Sandwich Artist. Sehr geil. Oh. Cultura Crackers. Spirulina Crackers. What the fuck? Super. Krass. Also, danke. Dafür gibt's keine Verwendung. Einfach essen. Sehr, sehr geil. Oh, Mann. Kann ich ja nie wieder gut machen. Mangostücke, aromatisch, fruchtig. Oh, sehr, sehr geil. Was haben wir hier? Brotzeitsalz, Bio-Feinschmeckersalz. Boah, wie geil ist das denn? Jackfrucht von Koviger Naturkost. Das sind auch dieselben, wo ich auch immer bestelle. Also hin und wieder, einmal im Jahr, die geilste Ananas der Welt haben. Ich verlinke die euch unten nochmal. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Übrigens, ich faste gerade. Ich faste wirklich, also, ist jetzt gerade blöd. Naja. Maracuja-Riegel, Smoothie, Raw Smoothie Bar, Footloose. Boah, echt krass. Bei mir würden solche Sachen niemals, aber wirklich niemals länger als 2 Tage überleben. Also keine Ahnung, wie du dafür keine Verwendung hast. Sehr, sehr geil. Kakaobohnen, Warsnack. Boah, echt Hammer, Hammer. Chai Mokka, auch Chai. Was haben wir hier? Kokosnussmus. Kokosnussmus. Ach, ihr seid verrückt. Oh, du bist verrückt. Mensch, oh. Da lebe ich ja den nächsten Tag mit Gott in Frankreich. Und Reispapier.
Ihr erinnert euch vielleicht gerade in Euskirchen, da habe ich ja diese Reispapierrollen gemacht mit dem Gemüse drin und die sind total gut angekommen. Und da bin ich auch wieder auf den Geschmack gekommen und habe mir gesagt, ich muss mir unbedingt auch mal wieder Reispapier kaufen. Und jetzt, 3 Tage später, kommt ein Paket mit 3x Reispapier. Ne. Bio-Knusperriegel. Oh Mensch. Und last but not least. Boah. Alles so eingepackt, dass auch nichts kaputt gehen kann. Bio-Kokosblütensirup. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Also, das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Aber ich nehme es dankbar an. Ich nehme es dankbar an, weil ich weiß, es kommt mit Liebe und es ist so geil. Es ist wirklich so geil und wow. Wow und ja, ich sag einfach mal danke. Ich sag einfach mal danke und ja. Aber für alle anderen, die jetzt irgendwie noch eine halbe Packung Reis rumstehen haben oder irgendwelche anderen Sachen, die jetzt so weg müssen. Also das ist jetzt hier kein Gradmesser oder sowas. Also das ist ja Wahnsinn, so ein Paket. Ne? Also wenn ihr was übrig habt, was ihr einfach nicht braucht oder sowas, dann schickt's her und gut ist. Also das ist Wahnsinn. Also das ist echt Wahnsinn. Nee. So, da können wir fast ein neues Format drauf aufmachen. Unpacking von Zuschauerpaketen. Also echt, wirklich Dankeschön. Wirklich Dankeschön, dass ihr euch die Zeit nehmt und auch das Geld kostet ja Porto, euch eure entweder Reste zu entlegen oder einfach die Zeit nehmt, was zu basteln oder was auch immer. Um einfach mir zu zeigen, dass das, was ich tue, für euch einen gewissen Wert hat und dass ich euer Leben schöner mache und dass ihr mir versucht, auch mein Leben schöner zu machen. Und das ist halt genau das, was ich, wofür ich auch stehe, ne? Dass man halt gegenseitig, freiwillig versucht, das Leben schöner zu machen und die Zeit, die wir auf Erden haben, einfach zu genießen, gemeinsam. Ne? Gut, bin mal gespannt, was jetzt hier drin ist und packen wir einfach mal aus. Was konnte derjenige nicht erbrauchen? Wow, Süßlupinen! Das ist aber ein Ding. Süßlupinen. Ach Mensch, der kann den Süßlupinen nicht gebrauchen. Mensch, super, da freue ich mich. Alfalfa, auch zum Keimen wunderbar. Dann haben wir hier schwarzen Sesam. Das ist schon aufgegangen, das bisschen was in der Dings. Tue ich wieder zurück. Schwarzen Sesam, auch sehr lecker. Wunderbar. Mungbohnen. Auch immer gern genommen. Das ist ja mal die Kombination. Mungbohnen, Alfalfa und Süßlupinen. Das ist die absolute Kombination, wovon ich eigentlich wirklich schwärme, weil das macht so satt, das macht so befriedigend, dass ich manchmal nur einen Smoothie brauche. Also von daher, keine Ahnung, wie das jemand nicht gebrauchen kann. Nee. Dann haben wir hier Boxhornklee. Das ist interessant. Boxhornklee hatte ich noch nicht. Von Sonnentor. Okay, interessant. Also Boxhornklee hatte ich noch nicht. Soll aber ganz gut sein für meine Konstitution, hat mir mein Ayurveda-Berater gesagt. Also derjenige, der mir hier das Paket geschickt hat, der hat echt den Nagel auf den Kopf getroffen. Also wirklich, das sind alles Sachen, die ich entweder täglich benutze oder halt, die ich immer schon mal probieren wollte. Boxhornklee habe ich noch nie gekauft, weil, 3 Euro oder sowas kostet so eine Packung hier halt. Und man weiß nicht, was rauskommt. Boxhornklee werde ich euch auch berichten, inwieweit es keimt und wie es schmeckt. Geil. So, und dann haben wir nochmal Süßlupinen, aber wenigstens eine angefangene Packung. Da hat jemand wirklich dann auch mal probiert, aber das erste oder das zweite Feedback, dass jemand Süßlupinen nicht so mag, wahrscheinlich, ich gehe einfach davon aus, hier ist auch noch ein Brief drin, werden wir gleich lesen. Vielleicht mag sie es ja und hat es mir nur einfach so gegeben, keine Ahnung. So, und? Schokolade. Ach Mensch, Sunny Island, das gesunde Mandel. Danke. So, und dann noch ein Brief. Wie gesagt, schreibt mal rein, wenn ich den nicht vorlesen soll, dann, sonst lese ich den vor. Namen lasse ich mal immer weg.
Hallo Christian, an bei das versprochene Päckchen mit den übrigen Samen keimen zum Keimen. Ich hoffe, ich konnte damit eine Freude machen. Die Süßlupinen habe ich auf deine Empfehlung hin gekauft, waren aber leider gar nicht mein Fall. Viele liebe Grüße. Ach Mensch. Ja, das ist natürlich dann schade, wenn natürlich die Süßlupinen dann nicht so geil sind, aber ja, jeder hat einen anderen Geschmack und die Süßlupinen. Es ist ja nicht nur, dass sie für mich persönlich ganz gut schmecken, es ist ja auch das Aminosäureprofil, dass das halt so komplett ist. Und da kannst du halt, gerade als Veganer, ja, da kannst du einfach mal welche in Smoothie schmeißen, wenn du sie jetzt nicht so magst, und hast halt trotzdem das Wichtige dabei mit aufgenommen. Also von daher, ja, auch aus dem Grund. Aber ich bin natürlich froh, das ist auch eine gute Idee, irgendwas empfehlen, was keiner mag, und dann sagen, ja, wenn das nicht braucht, könnt ihr es ja mir schicken. Ach Mensch. Ja, also vielen lieben Dank für das Paket und ja, ich verwerte mit Sicherheit alles und das sind natürlich hier Sachen, die sind halt wunderbar, alles, was ich halt selber wirklich täglich brauche und ja, also vielen Dank und ja, alles Liebe.